Yeah, hallo und herzlich willkommen zurück bei Elex. Ja, yeah, wir haben ja das letzte Mal die Stims von Doc geholt, sind sich gegengetingelt und jetzt sollen wir den Quatsch bei Red abgeben. Weil der hier seinen Aufstieg mit uns feiern möchte. Ja, ich bin mal gespannt, wo er hinaufsteigt. Ich hoffe, dass er mich nicht dazu bringt, dass ich den Scheiß aufnehmen muss. Finger weg von Drogen bin ich jetzt kein so Freund von. Also ich bin Freund von Finger weg und nicht von Drogen. So. Das klang jetzt auch wieder ein bisschen falsch. gut. Dann schauen wir mal, ob ich das jetzt hier noch alles finde, weil die letzte Aufnahme ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Allerdings wirklich nur ein paar Tage. Keine Monsterpause wie schon mal. Ich möchte es hier ja jetzt in einem Rutsch mehr oder weniger einige Folgen aufnehmen. Hintergrund ist, heute ist Samstag, heute kommt auch diese Folge. Morgen am Sonntag werde ich abends losfahren nach Wacken und ich möchte eigentlich genügend Folgen haben, dass hier nichts ausfällt in der Zwischenzeit. Blake ist nicht mehr da, kapiert mein Freund? Und er wird auch nicht mehr wiederkommen. Wenn du ab jetzt etwas brauchst, dann kommst du zu mir. Ich bin jetzt dein neuer Vorgesetzter. Scheiße, Mann. Was hast du mit ihm gemacht? Das braucht dich nicht zu interessieren. Glaub mir, mein Freund, dich werde ich mir auch noch vorknöpfen. Hast mich ausgelacht, als ich ins Lager kam. Hast mich mit zwei Splittern abgespeist, als ich dich angebettelt habe. Ach, komm schon. Das hatte ich so nicht gemeint. Komm jetzt nicht mit Entschuldigung. Dein Arsch gehört jetzt mir. Und wenn du nicht gehorchst, schmeiß ich dich in die Grube. So eine Scheiße. Du bist echt irre, weißt du das? Und stolz darauf. Und jetzt geh mir aus den Augen. Red, ich glaube, wir müssen reden. Herzlich willkommen zurück, mein Freund. Was ist denn jetzt passiert? Weißt du, der Bodyguard-Job war nichts für mich. Wundert mich nicht. Schau dich mal an, Red. Für dich heiße ich ab heute Crazy Red, verstanden, Ray? Wenn du meinst. Wie dem auch sei. Ich dachte mir, Blakes Job liegt mir viel mehr. Ich musste nur nah genug an ihn herankommen, ohne dass er hier im Fort ist. Und ohne dass sein Bodyguard Ryan bei ihm ist. Und du hast mir dabei geholfen. Entschuldigung. Was ist jetzt mit Chloes Schulden beim Duke? Blake hat mich mit dem Blutigen bekannt gemacht und mir gezeigt, wo er die Splitter von Chloe versteckt. Du kannst William sagen, dass Chloe ab jetzt wieder bezahlen wird. Ihre ausstehenden Schulden werde ich ihr geben. Der Blutige? Von wem redest du? Na, Baxter. Baxter, der Blutige. Klingelt's? Der Typ, der das vorher geleitet hat, bevor der Duke es übernommen hat. Der Typ, der die Schakale des Dukes überlebt und blutüberströmt aus dem Fort abgehauen ist. Diesen Blutigen meine ich. Und du hast den Blutigen getroffen? Man trifft den Blutigen nicht. Man wird von ihm eingeladen. Ich habe dir das nur verraten, weil ich glaube, dass wir gute Freunde sind. Am besten vergisst du das alles direkt wieder. Kommen wir zu deinem Anteil an der Sache. Du musst verstehen, dass ich meinen Prinzipien treu bleiben muss, mein Freund. Du erinnerst dich an unser erstes Gespräch? Ich bat dich um 50 Splitter und du hast sie mir verweigert. Von mir aus nenn mich nachtragend, aber du hast mir nichts gegeben, als ich es nötig hatte. Jetzt hast du es nötig und ich werde dir nichts geben. Das ist eine persönliche Sache zwischen uns und hat selbstverständlich nichts mit Chloes Schulden beim Duke zu tun. Die werde ich natürlich wie versprochen bezahlen. Mhm. Ich habe hier noch die Stims, die ich besorgen sollte. Ach, die? Die waren nur dazu da, um dich abzulenken. Die kannst du behalten, wenn du möchtest. Ich nehme das Zeug momentan nicht mehr. Ich muss mich erstmal in meinem neuen Posten zurechtfinden. Aber hey, mehr für dich, mein Freund. Viel Spaß damit. Okay. Ich will meinen Anteil. Ich sagte dir doch bereits. Du hast mir nichts gegeben, also werde ich dir nichts geben. Wir sind quitt. Hm.
Ich hab nicht vor, dem Penner was zu zahlen. Eigentlich habe ich vor, dem Penner früher oder später hier ganz gewaltig. Er hat mich jetzt einmal verpfiffen, in eine riesige Scheiße reingeraten. Hier hat er mich benutzt, einen Posten zu bekommen, der ihm nicht zusteht. Du kannst meinen Anteil erstmal behalten. Ich habe es mir anders überlegt. Du kannst meinen Anteil behalten. Ich hätte dir sowieso nichts gegeben. Aber danke, dass du so einsichtig bist und meine Prinzipien verstehst. Du bist ein guter Mensch. Ich habe hier etwas Besonderes für dich. Du wirst wissen, was es ist, wenn du soweit bist. Sieh es als eine Art Eintrittskarte. Aber jetzt habe ich schon genug gesagt. Sprich mit niemandem darüber. Frag mich nicht danach. Behalte es einfach. Okay, momentan will ich nicht mit dir reden, weil ich dir momentan nicht auf die Nase haue. Irgendwann töte ich dich. Lappen. So, wo ist Willi? Boah, bin ich sauer auf den Kasper. Boah, wird sich das merken, weil ich ihm keine Kohle bezahlt habe. Ist ja auch richtig, ich zahle Bettlern keine Kohle. Wie sollen sie das verdienen? Hat er jetzt getan. Gut, wenn er jetzt meint, er muss hier nachtragend sein, dann, ja. Schauen wir mal. Wegen der Hauptmänner. Ich habe mich um Chloes ausstehende Schulden gekümmert. Red, oder sollte ich ihn jetzt lieber Crazy Red nennen? Egal. Auf jeden Fall hat er mir Chloes ausstehende Schulden bezahlt. Ich finde es auch gut, dass Red jetzt Blakes Posten übernommen hat. Ich konnte Blake sowieso nie leiden. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Gute Arbeit. Okay. Gern geschehen. Mit dir kann man gut zusammenarbeiten. Jemanden mit deiner Erfahrung und deinem Fingerspitzengefühl könnten wir hier im Lager wirklich gut gebrauchen. Du hast dich um alle Hauptmänner gekümmert. Damit hast du mir die größten Probleme von der Brust genommen. Wenn du dich uns anschließen willst, dann werde ich dir nicht mehr im Weg stehen. Vielen Dank dafür. Und meine Dankbarkeit äußert sich normalerweise in Form von Elixit. In deinem Fall allerdings erinnere ich mich an die Geschichte mit Iron Madison. Was nichts anderes bedeutet, als dass du rein gar nichts von mir bekommst. Denn ich muss die Kohle investieren, um einen passenden Ersatz zu finden. Kampf bin ich nicht gut genug. Gib mir wenigstens einen Teil der Splitter. Hast du denn auch nur einen Teil von ihr am Leben gelassen? Nein. Ja. Also jammere nicht rum. Na gut. Ich möchte mich den Outlaws anschließen. Das freut mich zu hören. Aber glaub ja nicht, dass ich dich anders behandeln werde als die anderen. Nur weil du mir einen großen Gefallen erwiesen hast. Du wirst trotzdem mit dem untersten Rang bei uns anfangen. Ja, ist okay. Dran, diese Entscheidung ist endgültig. Ja. Einmal ein Outlaw, immer ein Outlaw. Na klar. Verstanden? Ja, ja. Ja, ich will mich euch anschließen. Alles klar. Dann haben wir jetzt ein paar Dinge zu klären. Also, du hast dich als würdig erwiesen, bei uns aufgenommen zu werden. Das ist eine Ehre für dich. Und ich hoffe, du weißt das auch zu schätzen. Doch muss ich dich warnen. Nur weil du unsere Klamotten und unsere Waffen tragen darfst, heißt das noch nicht, dass ich dir alles durchgehen lasse. Du handelst von jetzt an im Namen des Dukes. Also, komm bloß nicht auf die Idee, uns zu verarschen. Oh doch. Wenn mir zu Ohren kommt, dass du mit den Berserkern paktierst, oder du mit den Klerikern... Naja, nee, mit du denen verstehst schon, was ich meine. Ja. Wenn du also nicht im Sinne von... Von? Naja, gegen uns Familie aus. Eben. Dann hast du die Konsequenzen. Du weißt schon. Dann wirst du sehen, was du davon hast. Ja, ist klar. Ist das alles? Nein, natürlich nicht. Du hast selbstverständlich noch deine Pflichten hier zu erledigen. Das heißt, du hast gefälligst auch weiterhin dafür zu sorgen, dass hier alles in Schuss bleibt, klar? Yes. Dafür kriegst du aber auch unsere Ausrüstung und kannst den Kampf mit unseren Waffen lernen.
Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt, oder? Ja, total. Also, glasklar. Erledige jetzt deinen Job und mach dich nützlich, Outlaw von Tavar. Okay. Okay, du hast die Zugangschecks in die Kette Outlaws. Das ist toll. Juhu. Au. Oh. Warum ist Eingabe aber hüpfen? Sagte er das nicht gerade? Willkommen bei den Outlaws. Hü-hüpf. So. Ach, und ich habe jetzt gleich die Outlaw-Rüstung an. Bin ich hier gleich ausgerüsteter Outlaw? Läuferrüstung. Ist gleich erst einmal stärker als das, was ich vorher anhatte. Mein Schrottsammlerhut bleibt. Die Hose bleibt. Der Herr der Ringe bleibt. Und Amulett bleibt. Das heißt, es war jetzt hier. Das macht den Hauptteil aus. Okay. Waffen. Zahnarzt. Zweihändig habe ich nicht, weil will ich nicht. Speerschleuder und Setzerbogen. Wie kann ich die Speerschleuder eigentlich verwenden? Natürlich nicht. Haben wir Handgranaten an schweren Waffen. Das zählt unter Magie. Okay, das muss ich mir unbedingt merken, weil das Zeugs finde ich immer nie. Und ich werde es mir garantiert nicht merken. Dann haben wir Speer und Bli und Bla und Blub und Tralala. So. Attributpunkte, wir können aufsteigen. Wir brauchen Stärke nach wie vor. Ohne Ende. Was ein bisschen blöd ist. Ja, die Änderung möchte ich übernehmen. Ja, und geh darüber. So. Berserker Outlaws. Erhöht die Wirkungsdauer der Stims. Bin mir nicht sicher, ob ich Stims nehmen möchte. Bestimmt die Anzahl der Stims, die du verwenden kannst. Ich will keine Stims nehmen. Stims. Injektor. Mechanische Waffenbau. Das klingt doch mal grundsätzlich gut. Dafür brauche ich Geschicklichkeit ohne Ende und Gewissenheit. Auch nochmal 5 Punkte mehr. Alle. Munition herstellen. Auch geschicklich. Auseinanderschreiben. Geschicklichkeit. Gerissenheit. Schreiben vor allem. Und Outlaw bin ich 1 von 1. Gut, ich habe 2 Lernpunkte. Sehr. Nahkampfwaffen. Wie kann ich jetzt zum Beispiel schon mal. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil mehr Aua. Schwere Waffen. Paradestärke, Granaten wollte ich ja auch mal lernen, weil. Jetpack. Angriff, das ist dann Geschicklichkeit. Geschicklichkeit muss ich als nächstes hochbringen, wenn ich die Stärke habe, um dieses eine dumme Schwert zu führen. So. Ich brauche einen Lehrer, und zwar einen Kampflehrer. Wo sind denn hier Lehrer? Sind hier überhaupt Lehrer? Überlebenslehrer. Barkeeper, Persönlichkeitslehrer. Handwerkslehrer, Kampflehrer da drüben. Big Jim. Das ist bei der Arena. So, ist es ein. Geh mir nicht auf den Nerven. Muss ich die Arena wiederfinden. Hier. Mehr so da. Und das müsste dann Big Bad Boy Jim sein. Genau. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Auf jeden Fall. Genau, auf jeden Fall bringst du mir Nahkampfwaffen bei. Ja, möchte ich lernen. Bums. So.
Das brauchen wir da als nächstes. Stärke 85. Ich muss auf Stärke sowieso hoch. Geschicklichkeit geht danach hoch. Ich glaube, ich muss auf das muss ich bei meiner Waffe wieder nachschauen, wie viel ich da brauche. Ob das jetzt 60 oder 70 waren. Oder 65. 65 würde bedeuten, ich brauche 2 fucking Level. So, schwere Waffen will ich nicht. Granaten wollte ich auch. Den bringst du mir auch gleich bei. So. Dafür brauche ich nur noch einen Lernpunkt und dann kann ich die sogar gleich auf Level 2 bringen. So. Und da muss ich mal lernen, damit umzugehen. Mit den Granaten. So, dann brauche ich ein Bett, weil schlafen tut gut. Wo hat es denn das andere zerrissen? Ich habe doch da eine Hütte geerbt. Das ist das Loch, wo ich zum Duke komme. Mit Nashti. Es war so klar. Ja, natürlich war das klar. Aber es hat ja keiner kommen sehen. Das war... nicht hier. Nein, hier war es nicht. Ich durfte die Hütte erben. Ich weiß noch, dass ich die Hütte erben durfte. Da ist es. So. Bett schlafen, Bett schlafen. Ich glaube, ich schlafe lieber in dem Bett. Bis zum nächsten Morgen. Weil dann ist es erstens wieder hell und zweitens sollte ich jetzt wieder Leben haben. So, gut. Dann schauen wir mal, was wir noch so machen dürfen müssen tun. So, Tava, lange Finger, Dockrott. Dem Rest, wie man ihm helfen könnte. Lala. Die habe ich doch gefunden. Das Roboter-Steuermodul-Dingenskirchen habe ich. Was mache ich damit? Erstmal zu dem. Also rein optisch hat mir meine alte Rüstung jetzt besser gefallen als das, was ich jetzt habe. Das ist diese lustige Läuferrüstung. Mal gucken, ob ich ob mir noch mehr Rüstung zusteht, beziehungsweise ich muss dann vielleicht mal mit mit Willi quatschen, wie ich jetzt hier einen Rang habe. Wer auf mich hört, lebt länger. Ja, und wer nicht auf dich hört, hat's auch nicht schlecht. So. So, da ist das KI-Modul. Ich habe das KI-Modul. Gut, dass ich die Drohne gesehen hatte. Sie war wirklich defekt, oder? Jetzt ist sie es. Wie meinst du das? Hast du sie geschrottet? Ich hatte keine andere Wahl. Sie hat mich angegriffen. Wirklich? Als ich sie gesehen hatte, hat sie nur herumgelegen. Und das KI-Modul? Ist defekt. Sie selbst. Ach, verdammt. Musstest du sie denn so übel zurichten? Naja, vielleicht kann Elmar ja noch etwas retten. Ich habe nicht genug Handwerkspunkte. Okay. Na gut, dann bringen wir das mal zu Elmar. Ich bringe das Modul zu Elmar. Alles klar. Hier hast du es wieder. Bring es zu Elmar. Ich hoffe, er will nichts dafür haben, dass er es repariert. Ich bin im Moment quasi pleite. Wenn er was haben will, könntest du es vorstrecken? Ja, vorstrecken, Quasi pleite ist nicht pleite. Ach, scheiße, ich hab wirklich fast nichts mehr. Na gut, hier, nimm den Rest, den ich noch habe. Wenn er mehr als das will, musst du es mir aber leihen. Denn mehr habe ich wirklich nicht. Nee, der wird schon wieder so 500 Scheiße haben wollen. Ja. Was macht man nicht alles aus Nächstenliebe? So. Wenn ich 10 Handwerk hätte, könnte ich selber reparieren. Habe ich aber nicht. Na gut. Ach, Elmar war der, der im Loch hockt, gell? Das ist, ich erinnere mich noch, gell?
Der braucht dann wieder irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt was will. Wo ist der Eingang ins Loch da? Ach, und da war ja, glaube ich, auch dieser Rüstungsquartiermeister Heini da drin. Dann können wir uns dann vielleicht auch nochmal unterhalten, ob der uns jetzt hier... Bist du das? Du bist Elmar. Kannst du dieses KI-Modul reparieren? Ja, kann ich. Allerdings wird es dich etwas kosten. Dann mache ich es lieber selbst. Du kannst sowas? Ich bekomme das schon hin. Ach, scheiße, gib halt her das Teil, bevor du noch etwas kaputt machst. So, schon fertig. Viel Spaß damit. So, gut. Wo war jetzt der andere? Hier nicht, da geht's raus. Geht's hoch? Hab ich was für dich und deine lustige Bombe? Scheint nicht so. Diese Anleitung darf ich jetzt nehmen. Anleitung, starke Energiesperre. Wie ich will. Okay. Hier, irgendwo war hier doch dieser Quartiermeister-Vogel. Meine ich, mich ganz dunkel erinnern zu können. Also so dunkel, wie es hier im Spiel ist. In der Hoffnung, dass der eine halbwegs coole Lagermeister Heini. Zeig mal. Zeig mir deine Waren. So. Ein Läuferhelm. Kopfschutz. Schrottsammlerhut. Kletterermütze, Schutzmaske, Läuferrüstung. Das ist genau das Ding, was ich jetzt habe. Schrottsammlerhemd, das ist Klettererweste, Läuferhose. Kostet ein bisschen was. Schrottsammlerhose, Klettererhose ist billiger, Werkerhose. Will ich die Läuferhose haben? Weiß ich nicht. Schauen wir erstmal nach Waffen. Kettenschwert 1. Bin ich nicht geschickt genug? Die Zahnarzt habe ich. Kettensäbel macht weniger Schaden wie mein Zahnarzt. Kettenschwert macht auch weniger Schaden. Schrottflinte. Kann ich nicht benutzen, weil ich bin nicht geschickt und nicht stark genug. Handgranaten, ja. Schrottschild. Vielleicht sollte ich mir tatsächlich mal ein Schild besorgen. Wenn ich schon die ganze Zeit mit Einhandwaffen nur kämpfe, wäre ein Schild vielleicht nicht ganz verkehrt. Vielleicht auch nur 500. Nehmen wir. So. Ja, ich möchte den Handel abschließen. Ich hätte ihm mit Sicherheit noch was verkaufen können. So, Schrottschild. Nehmen wir auf die 2 und dann brauche ich meinen Bogen. Auf der 3. So. Wie war, was war Waffen wegstecken hier nochmal? Ja. Mütlere Maustaste, so. Der Herr Duke. Der Herr Duke möchte aber. Wer hier eine dicke Lippe riskiert, muss sich nicht wundern, wenn sie platzt. Du bist einer von denen, den ich auch noch auf die Lippe boxen möchte, aber. Den haben wir schon. So.
gut, die Kämpfer da soweit. Frosch im Hals. Sind wir jetzt soweit erstmal gerüstet. Dann sprechen wir jetzt nochmal mit Willi, ob Willi was für uns hat. Ansonsten hätten wir da auch noch Nasty. Dann können wir Ray nach Hause schicken und mit Nasty durch die Gegend wandern. Ich vermisse dich schon jetzt. Echt jetzt? Die sind die ganze Zeit zusammengestanden, um diesen einen Satz noch zu sprechen? Ich vermisse dich schon jetzt. Crazy Red, wann darf ich dich töten? Momentan bin ich Läufer. Das heißt, als Läufer brauche ich doch irgendwie irgendwo irgendwelche Aufgaben. Naja, erster Ansprechpartner, wie gesagt, Willi, und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich muss mich ja jetzt hier irgendwie hochvögeln. Verdienen. Ich will eine bessere Rüstung. Du hast doch gerade erst eine Läuferrüstung bekommen. Und du willst jetzt schon eine bessere? Ja, klar. Du kriegst den Hals wohl nicht voll, was? Nö. Besser gepanzerte Rüstungen sind unseren Schlechtern und den Vollstreckern vorbehalten. Ja, was muss Wenn ich dafür tun? Wenn du also eine bessere Rüstung haben willst, dann wirst du etwas dafür tun müssen. Ja, ja. Raus damit. Und was genau muss ich machen? Du musst beweisen, dass du dem Duke und seinen Hauptmännern den Rücken frei hältst, wenn es darauf ankommt. Ja, ja. Jeder der drei Hauptmänner muss dir seine Zustimmung geben. Vorher passiert hier gar nichts. Also melde dich bei Mad Bob, Chloe und Blakes Nachfolger Crazy Red. Und wenn du ihre Stimmen hast, komm wieder zu mir. Dann sehen wir weiter. Oh Mann, Crazy Red. Das heißt, der ist Hauptmann und ich muss ihm jetzt auch noch in den Arsch kriechen, bevor ich ihm selbigen polieren darf. Bleibt mir gar nicht. Okay, dann fangen wir bei Mad Bob an. Der ist doch drüben auf der anderen Seite. Von Crazy Red möchte ich eigentlich wieder gar nichts haben, weil, der Schrott? Nein, nicht weil der Schrott ist, sondern, weil ich den sowieso aus dem Weg räumen möchte. Eigentlich. Also, wäre mir so am liebsten, weil es ein Arschloch ist. Nicht ganz so arschig wie Rainer, aber Arschloch. William sagt, ich brauche dich, um aufzusteigen. Das Hündchen an der Leine liegt ausnahmsweise mal richtig. Bevor mein Daumen nicht nach oben geht, wird nichts aus deinen Zukunftsplänen. Mach es einfach, okay? Momentan tendiert er nach unten, also hör zu. Wenn du dir nicht auf ewig die Hacken wundlaufen willst, dann muss ich sicher sein, dass du keine Skrupel hast. Ich erteile niemandem die Zustimmung, der nicht bereit ist, über Leichen zu gehen. Mhm. Ist mir wohl. Dann töte ich den Nächstbesten, der mir vor die Augen kommt. Langsam. Irgendwelche Leichen lösen bei mir nicht mal ein Jucken aus. Pass auf. Aufgrund der letzten Ereignisse kreisen meine Gedanken derzeit um unsere Klerikerfreunde aus Ignadon. Und um sie bei den Eiern packen zu können, nutzen wir ihre Schwachstelle aus, ihren Glauben. Überall auf der Welt stehen ihre Schreine und zwingen sie dazu, ihren lächerlichen Gott anzurufen. Wenn du jetzt dafür sorgst, dass sie anstelle einer göttlichen Antwort unsere zu hören kriegen, dann hast du meine Zustimmung. Okay. Das klingt doch nach einem Plan. Halt, Moment, wir müssen noch mal über die Schreine sprechen. Lass uns über die Schreine sprechen. Was erwartest du genau? Ich will, dass drei Schreine entsprechend präpariert werden, sodass jeder, der vor ihnen niederkniet, in seine Einzelteile zerfetzt wird. Nimm dafür diese Sprengladungen. Wenn das getan ist, kommst du zurück. Mein Räumkommando wird mir später berichten, wie erfolgreich deine Aktion war. Also, halt dich an den Plan. Auf welche Schreine hast du es abgesehen? Ich erwarte keine Weltreise. Mir reicht es, wenn Tavar von diesem Abfall befreit wird.
Nicht, dass ich etwas gegen Abfall habe, aber wer uns vor die Haustür scheißt, muss das Echo vertragen. Halt in der Nähe der alten Straßen nach ihnen Ausschau. Die nötigen Koordinaten sollten jedenfalls jetzt in deinem Adjutor eingespeichert sein. So, oh, das klingt doch nach einem Plan. Kann man machen. Kleriker mag ich eh nicht. Also, naja, Rainer mag ich nicht. Gegen die Kleriker an sich habe ich sonst nichts. So, dann schauen wir doch mal auf die Karte. Da war Auftragsarbeiten, Eingeweihte. Wir müssen uns hier ja, nach oben dingsen. Wisst schon. So, schauen wir mal, wo ist denn der Spaß? Da, da und da. So, das klingt okay, aber nicht mehr für heute. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, tschüss.